Und jetzt wird's richtig ernst, denn Joey Kelly ist dran. Der Mann, der ja wirklich bei so vielen TV-Total-Sport-Events triumphiert hat, der hat da Titel gesammelt ohne Ende, ist sozusagen der FC Bayern dieser Events. Aber beim TV-Total-Turmspringen, da hat er bis jetzt merkwürdigerweise immer keine Zeit gehabt, warum auch immer. Das ist jetzt vorbei, Joey Kelly greift ein. Und hier ist mein Lieblingsinterviewpartner Joey Kelly, zum ersten Mal beim Turmspringen dabei. Das liegt aber nicht daran, dass die Kelly Family wasserscheu ist, oder? Nee, es gibt immer ein erstes Mal. Richtig. Deswegen lieben wir den Joey. Ja? Er macht alles. Er springt vom Turm, er fährt Stocker, er setzt sich in den Wok. Er macht nur eins nicht: reden. Und ganz besonders gerne macht er das in seiner Konzentrationsphase. Aber Joey, ich habe dich vorhin bei den Proben auf den 7,5 Metern da oben gesehen. Was machen wir hier beim, jetzt, wo es um die Einzelwertung geht, auf dem läppischen 3-Meter-Brett? 1,5 vorwärts. 1,5 vorwärts. Magst du mir noch einen Satz dahinter geben, was deine Tätowierungen anbelangt da? Das sind frisch heute tätowiert. Okay, frisch heute tätowiert. Drei Wörter, das reicht mir. Joey, ich sag, schlag den Raab. Joey Kelly trainiert in Köln bei Frau Otto. Schon jetzt eine Legende, in erster Linie natürlich wegen der Interviews. 1,5 Salto vorwärts. Gehechtete Ausführung, Schwierigkeit 2,5. Hat sich im Training heute sehr stark verkauft, insbesondere auch von den 7,5 Metern, was wir dann im zweiten Durchgang sehen werden. Und hier, da ist Spannung im Körper, verliert sie ganz kurz vor der Eintauchphase allerdings. Hier. Und dann trotzdem noch einen recht passablen Eintaucher hingelegt. Dritter Rang momentan für Joey Kelly. Joey! Das mag ich so an dir, deine finanzielle Unabhängigkeit, das finde ich gut. Bist du denn zufrieden mit deinem ersten Sprung hier ins kalte Nass? Ich glaube, das war okay für mein Verhältnis, ja. Guck mal, wir schauen noch mal rein. Das sieht alles fast perfekt aus. Nur das Zöpfchen, das war nicht ganz gestreckt. Warum? Nächstes Mal klappt das. Sehr gut. Füße, alles prima. Obligatorische Frage an dieser Stelle. Joey, bei allen TV-Total-Events, wie viel Blei hast du heute in der Hose? Heute ausnahmsweise nichts. Sehr gut. Ja, aber Heidi Klum würde sagen, das ganze Paket ist zu sehen. Joey Kelly, meine Damen und Herren, sehr gut. Und auch bei diesem Event gilt, sollten wir heute überziehen, lag es nicht an den Interviews mit Joey Kelly. Im Moment nur Dritter, das ist für ihn natürlich schon bitter, aber zweiter Durchgang kommt ja noch. So, die Frau, die jetzt kommt, kann mit Fug und Recht von sich sagen, das Wasser ist mein Freund, denn Britta Kamrau ist eine sehr erfolgreiche Profischwimmerin. Auf der Langstrecke zu Hause bis zu 25 Kilometer, das dauert ein bisschen. Was jetzt kommt, dauert für sie geschätzte 1,5 Sekunden, der Sprung vom Turm. Ich bin jetzt wieder auf dem 5-Meter-Turm bei Britta, aber Sport ist auf jeden Fall deins. Normalerweise 25 Kilometer unterwegs im Wasser, da dürften dir die 5 Meter über dem Wasser doch eigentlich keine Schwierigkeiten bereiten, oder? Na, es ist schon ein bisschen was anderes. Insofern bin ich, glaube ich, aufgeregter jetzt als vor dem Wettkampf bei mir. Aber Mensch, du und das Wasser, ihr seid doch so auf du und du. Da hat man doch keine Angst, oder? Wie ist die Perspektive, wie ist das Schmerzempfinden? Nein, mir ist zum Glück auch noch nie was Schlimmes passiert im Training. Insofern ist das eigentlich alles okay. Da magst du vielleicht einen durchtrainierten Vorteil haben, im Gegensatz zu unseren Promis, die manchmal doch ein bisschen lax sind und vielleicht nur für die Schönheit ins Fitnessstudio gehen und pumpen. Britta, was sehen wir denn jetzt von dir vom Fünfer? Einen 1,5-fachen Salto. Aha, dann sage ich. Britta Kamrau kommt aus Rostock und hat deswegen natürlich bei Monika Dietrich in Rostock am Olympiastützpunkt trainiert. 1,5 Salto vorwärts in der gehockten Ausführung, Schwierigkeit 3,0. Und das war ein sehr, sehr guter Sprung von Britta Kamrau. Auch den gucken wir uns gern nochmal an hier in der technischen Analyse. Die Drehung, das Öffnen, die Streckung. Und die neue Führende, Britta Kamrau, an Michael Mezziani vorbeigegangen. Und nachher soll es ja sogar auf 7,5 Meter hochgehen. Sensationell! Guck mal! Du führst!
Ja, super. Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Sensationell gut geklappt, wirklich. Also kein Grund, den legendären Effefinger zu zeigen nach diesem Sprung. Das war richtig stark. Können wir uns mal angucken, glaube ich, zusammen. Ja, okay. Haben wir? Guck mal hier. Da gibt's mal gar nichts zu meckern, oder? Nee, das war okay. Also ich bin sehr zufrieden. Spürst du schon die Medaille um den Hals? Nein, es kommt ja noch ein zweiter Durchgang und wir haben ja nur schon oft genug gesehen, dass da viel passieren kann. Aber da gehst du sogar noch ein Treppchen höher, ne? Genau, auf 7,5. Super. Ganz mutig. Toi, toi, toi. Spitze, Britta, Nummer 1 im Moment. Molly. Britta Kamrau rollt das Feld von hinten auf Supernoten, absolut verdient. Aber einer kommt ja noch im ersten Durchgang, meine Damen und Herren. Er springt nur von den 3 Metern, hätte ich beinahe gesagt. Aber diese 3 Meter haben heute Nachmittag im Training dafür gereicht, ihn in ein lustiges Rot zu verfärben. Stefan Raab. Und hier ist er. Ja, Turmspringen kann er nicht so besonders, aber er zeigt sich gerne nackt, Stefan Raab. Sag mal, was war denn das? So kenne ich dich gar nicht. Du bist sonst immer so eine coole Sau. Und eben steht er hier, während diese kleine Matz lief und macht so... Was ist denn los, du Weichei? Ich habe noch den Schmerz von heute Mittag im Gedächtnis, als ich hier vom 3-Meter-Turm genau diesen Sprung, den ich jetzt machen werde, dermaßen versemmelt habe und mir die größten Schmerzen zugefügt habe, die ich noch jemals beim Turmspringen gehabt habe. Und ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Das hemmt schon sehr. Also die Erfahrung hatte ich vorher noch nicht gemacht. Das ist halt ärgerlich. Was ist denn schlimmer, sich von Regina Halmich die Nase brechen zu lassen oder vom Wasser das Steißbein? Also ehrlich gesagt, der reine Schlag heute Mittag, der fühlte sich sehr hart an. Also so habe ich noch keine bekommen, von der Frau zumindest nicht. Aha, okay. Ach komm, du hast doch noch ein paar heile Knochen, da geht noch was. Ja. Da kriegen wir heute Abend noch einiges hin. Was sehen wir denn von dir? Ja, ich werde das machen, was Joey auch gemacht hat, anderthalbfachen Salto vorwärts. Also sozusagen der direkte Vergleich. Ja, es wird schwer für mich, das kann ich schon mal sagen, aber ich gebe alles. Naja, du bist ja ein bisschen besser gepolstert als Joey, von daher, das wird schon. Das also ist gut für mich zu wissen, dass ich heute Abend auf jeden Fall den besten Buddy habe. Ach, unwiderstehlich, wie auf dem Poster. Stefan, ich drück dir die Daumen. Wir wollen ihn nicht zusätzlich nervös machen, aber kurz zur Erinnerung, heute Nachmittag der schwere Sturz mit Neopren, das kann jetzt also noch viel mehr wehtun mit freiem Oberkörper. 1,5 Salto, vorwärts gehockt, Schwierigkeit 2,5. Ja, man kann dem Schiedsrichter auch anzeigen, dass man gestört wird. Dann darf man den Sprung neu ansetzen. Also Stefan braucht die Konzentrationsphase hier. Was auf jeden Fall zu sehen war, dass er sehr weit gesprungen ist. Also man muss ja eigentlich näher am Brett runterkommen. Springt also eher nach vorn als nach oben. Was es immer nicht leicht macht, wenn es um die Eintauchphase geht. Dafür hat er ihn eigentlich noch ganz gut gerettet. Aber natürlich trotzdem drüber gewesen. Hier nochmal. Springt also nach vorn, nicht nach oben. Und jetzt ist es schwierig, gerade einzutauchen. Also ordentlich Meter gemacht hinterm Brett. Und die Wertung, 8. Rang nur. 5,0, 5,5, eine 6,0, die allerdings gestrichen wird. The Body, was war los? Ich bin total happy, dass es nicht wehgetan hat und so. Also, und ich fand, also für meine Verhältnisse, es sah wunderschön aus. Schauen Sie mal hier. Absolut. Ja, es kommt ja auch ein bisschen auch auf den Gesichtsausdruck an, während des Sprungs. Wunderschön auch hier dieser Entenarsch beim Absprung. Und dann, es ist halt leicht überdreht, aber das kann man mir nicht vorwerfen. Also ich finde, die Jury hat da bei diesem Sprung einen außerordentlich schlechten Job gemacht. Lass uns mal deinen Rücken angucken. Ist da irgendwie wer? Ja, das kann man wieder eine FC Bayern-Fahne draus basteln. Aber ich hole gleich alles raus. Du hast ja, also du hast ja das von heute Vormittag dann doch gelernt, weil da warst du einfach nicht zu früh fertig mit der Drehung, ne? Ja, das war schon okay. Gegenüber heute Mittag war es ein guter Fortschritt und ich habe ja gleich noch meinen Paradesprung, den Salto rückwärts vom 5-Meter-Turm. Und da ziehe ich dann das Ass aus dem Ärmel. Ja, dass dann dein Körper wieder aussieht wie die Stirn von Michael Gorbatschow. Aber bisher alles gut, keine Schrammen und ein guter 8. Rang, Stefan. Dankeschön. Ja.
Ja, und auch nur noch mal fürs Protokoll, was wir gerade gesehen haben, war tatsächlich der gleiche Sprung, den Joey Kelly gezeigt hat. Zumindest steht das hier so auf meinem Zettel, auch wenn er ein bisschen anders aussah. Stefan Raab hat nur noch ein Ziel, Schmerzvermeidung. Und so sieht's aus nach dem ersten Durchgang, mit dem wir jetzt durch sind. Wie gesagt, da kommt ja gleich noch der zweite. Und der wird einfach drauf verliert. Die besten fünf kommen weiter. Im Moment völlig verdient an eins. Britta Kamrau mit super Noten vor Michael Meziani und Daniel Aminati. Und ja, wollen wir die zweite Hälfte auch nochmal zeigen? Oder müssen wir das? Ja, da haben wir sie, genau. Ja, Stefan Raab hat noch zwei hinter sich. Viel mehr kann er in der jetzigen Verfassung sich nicht wünschen vom Abend. Also das wird nochmal spannend, zumal jetzt im zweiten Durchgang fast alle die Schwierigkeit nochmal erhöhen und auch ein bisschen weiter hochklettern.